Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem neuen Video, in dem ich euch den M1 Laser von X-Tool vorstelle. Das habe ich schon in einem der vorigen Videos gemacht. Das verlinke ich euch direkt mal hier oben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Heute geht es nämlich im Speziellen um diese tollen Holz-Cutouts, Holzcuts, wie auch immer man sie nennen kann, Embellishments, die ihr für eure Kartengestaltung nutzen könnt. Ich bin richtig gehypt. Es freut mich mega, dass der X-Tool M1 mir solche Möglichkeiten bietet und ich dadurch mein Kartenhobby auch noch mal ein bisschen aufpeppen kann. Außerdem stelle ich euch den Air Assistant vor, der das Ganze noch mal ein bisschen feiner und einfacher macht. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Das zeige ich euch in diesem Video. Außerdem hat X-Tool auch gerade eine richtig coole Rabattaktion, wo ihr den M1 Laser schon für einen wirklich guten Preis bekommen könnt. Ich verlinke euch alles, was ihr wissen müsst, natürlich unten in der Infobox. Aber jetzt starten wir auch sofort mit dem Video. In meinem letzten Video von dem Laser M1 von X-Tool habe ich euch ja schon gesagt, ich werde euch in nächster Zeit noch ein paar andere Projekte zeigen. Und da sind wir heute. Ich habe hier schon mal die Creative Space geöffnet und ein paar Designs für euch vorbereitet. Die habe ich wieder alle mit ChatGPT erstellt, beziehungsweise hier die Schriften, die habe ich mit Word einfach gemacht. Wenn ihr dazu mal ein genaueres Tutorial wollt, dann lasst es mich doch bitte unten in den Kommentaren wissen. Dann zeige ich euch einmal, wie man sowas herstellt. Aber heute soll es ja erstmal nur wieder um den Laser gehen. Ich habe nämlich gedacht, ich möchte Karten gestalten und zwar Karten, die Papier und Holz vereinen. Und das ist ja richtig cool, dass der M1 Laser nicht nur gravieren kann, sondern auch schneiden kann. Und deswegen habe ich mir so ein paar Sperrholzplatten bestellt, so 3 mm Birkensperrholz. Und daraus würde ich gerne Elemente für meine Karten machen. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal, was ich hier gemacht habe. Und zwar einmal hier das Wort Glückwunsch. Ich klicke das einmal an und ihr seht, das ist 10 cm mal ungefähr 8 cm. Also so 10 mal 8 cm. Dann habe ich mir hier so ein cooles Herz erstellt für eine Hochzeitskarte. Dann ein Ginkgo-Blatt. Das ist tatsächlich von Adobe Stock, aber der Rest ist alles selbst erstellt. Dann hier diese niedlichen kleinen Elemente für Babykarten. Einen Baum. Und noch einmal das Wort Love. Und hier habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich werde noch einmal die Einstellungen vornehmen. Und zwar klicke ich mir einmal das Wort Glückwunsch an, sage Schneiden. Genauso wie hier. Ich möchte das alles ausgeschnitten haben. Auch das Schneiden. 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 Und hier die Teile, dazu gehe ich einmal ein bisschen näher ran. Und werde den inneren Bereich hier, das ist gerade alles gruppiert, das hebe ich einmal auf. Der äußere Bereich hier, der soll geschnitten werden. Und der innere Bereich, das soll alles graviert werden. Das habe ich aber schon eingestellt. Hier steht schon Gravur. Deswegen können wir das jetzt auch wieder einmal gruppieren. Und das sagt er auch schon gemischt. Das gleiche habe ich einmal hier. Wenn ich das anklicke, sagt er auch gemischt. Und hier auch gemischt. Das heißt, der äußere Teil wird geschnitten. Der innere Teil soll graviert werden in das Holz. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das hier funktioniert. Ich sage hier 3 mm Holz für diese ganzen Teile. Klick die mir einmal alle an. Und ja, gemischte Sache. Ich kann noch einmal auf den Easy Set Bereich gehen.
Der sagt hier gemischt, das ist auch in Ordnung. Das kann ich jetzt hier noch einmal anheben, weil ich werde die Dreiecksprismen verwenden. Ich habe hier das Lasersymbol und damit sind meine Voreinstellungen auch schon alle fertig. Ich gehe jetzt hoch zu meinem Laser, schließe da meinen Computer an und dann mache ich ein Foto von der Arbeitsfläche und werde dann meine einzelnen Teile platzieren und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Angekommen bei meinem Laser werde ich jetzt einmal das Birkensperrholz einlegen. Ihr seht, ich habe hier schon die Dreiecksprismen eingelegt. Und hier seht ihr, ich habe den Air Assist eingebaut. Den zeige ich euch auch gleich noch einmal. Aber jetzt legen wir erst einmal das Birkensperrholz ein. Schau, dass das hier überall schön aufliegt und eine gute Fläche hat. So sieht das gut aus. Das kann so in meinem Laser platziert werden und dann können wir gleich die Motive darauf verteilen. Ich zeige euch jetzt aber einmal den Air Assist. Der steht nämlich hier hinten. Ich habe natürlich noch Wackelaugen draufgeklebt und deswegen sieht er so niedlich aus. Der sorgt dafür, dass euer Laser runtergekühlt wird beim Prozess. Und dadurch bekommt ihr ein noch besseres Ergebnis. Den schalte ich mir jetzt gleich an, wenn wir lasern. Und dann bin ich gespannt, ob er das alles so hinbekommt, wie ich mir das vorstelle. Der Laser ist angeschlossen und verbunden und hat jetzt hier auch schon ein Bild gemacht von der Sperrholzplatte. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ich die einzelnen Teile hier auf dieser Platte so verteile, dass sie auch drauf passen. Und das mache ich jetzt einmal geschwind. Dazu stelle ich mir noch einmal schnell den Autofokus aus. Und hier das automatische Einrasten schalte ich einmal aus. Und jetzt verteile ich meine Elemente auf der Platte, so dass alles drauf passt. Und dann wird losgelasert. So, jetzt sind wir hier an meinem Basteltisch und ich habe die gesamten Holz-Cutouts einmal für euch ausgebreitet und schaut mal, wie schön die sind. Ich bin unfassbar begeistert und damit basteln wir jetzt sofort los. Ich habe mir gedacht, ich mache verschiedene Karten, werde jetzt nicht alles benutzen, aber auf jeden Fall, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie klasse man diese Holzelemente eben mit Papier kombinieren kann und richtig tolle Karten gestalten kann. Wir starten mit einer Babykarte, das heißt, ich werde mir zuerst diese drei Elemente hier nehmen, gucke genau, welches ich verwende und dann starten wir auch schon mit der Babykarte. Die Zutaten für meine Karte habe ich mir jetzt hier schon einmal zurechtgelegt. Das ist ein Kartenaufleger im Stone Effect Papier von Charlie und Paulchen. Ebenso ein Sprücheset von Charlie und Paulchen. Da werde ich hier dieses Da bin ich verwenden. Außerdem einer meiner Lieblings-Baby-Embossing-Folder von Laura Ballora.
mit diesen ganzen kleinen gepunkteten Regenbogensternen und Herzen. Den werde ich gleich noch verwenden. Außerdem habe ich einen Stempel von Concord & Ninth und meinen Turnabout Chic. Das möchte ich jetzt hier noch verwenden, um so einen Sonnenstrahleneffekt zu erzielen. Und das machen wir jetzt auch schon sofort. Wenn ihr Interesse an diesem Turnabout Jig habt, den habe ich in meinem Blog für euch zum Download hinterlegt. Könnt ihr euch einfach runterladen und ausdrucken. Ich habe den mir hier noch einmal laminiert. Und da sind auch so die gängigen Formate mit drauf. Und das Erste, was ich jetzt mache, ich habe mir auf meinen Stempel hinten ein X gemalt mit so einem Permanentmarker. Und das X, das werde ich jetzt hier auf dem X, auf dem Jig positionieren. Hier ist die kleine 1 oben rechts. So soll das Ganze sein. Das nehme ich mir einmal mit der Stempelhilfe auf und positioniere meine Karte mit nicht permanentem Tape. Ungefähr so. Und ich färbe mir meinen Stempel jetzt mit der ersten Stempelfarbe ein. Folgende Farben habe ich mir ausgesucht. Distress Oxide Stempelkissen in Wild Honey, Fossilized Amber, Spiced Marmalade und Crackling Campfire. Und ich starte mit der hellsten. Das ist einmal Fossilized Amber. Und färbe mir hier meinen Stempel einmal ein. Und drück mir das einmal gut auf. Tupf mir das nur einmal grob ab, weil ich als nächstes eine dunklere Farbe nehme. Und da ist das nicht so das Problem. Wenn euch das stört, macht euch den Stempel mit bisschen Wasser sauber. Ich drehe jetzt meinen gesamten Jig einmal rum und nehme die nächst dunklere Farbe und das ist Wild Honey und färbe mir erneut meinen Stempel ein. Das ist wunderbar, das lasse ich direkt so. Drehe den Jig weiter. Und stemple einmal in Spiced Marmalade. Als letzte Farbe nehme ich Crackling Campfire. Ich habe jetzt natürlich in die verkehrte Richtung gedreht. Achtet darauf, dass ihr auch im Uhrzeigersinn dreht. Deswegen ist bei mir jetzt die kleine 2 oben. Hab mich eben schon kurz gewundert. Aber das macht nichts. Es ist egal, ob ihr es rechts oder links rumdreht. Das macht für das Ergebnis keinen Unterschied. Und fertig gestempelt ist mein Hintergrund. Das lasse ich jetzt einmal ganz kurz antrocknen, weil es Oxidefarben sind, die ein bisschen länger feucht sind. In der Zwischenzeit mache ich hier alles sauber. Und dann kurbel ich mir das noch einmal durch den Embossing-Folder. Ich habe das Ganze jetzt schon embossed, aber mir gefällt das noch nicht so richtig. Das heißt, ich hätte den Rand gern noch etwas dunkler. Und deswegen gehe ich hier mit meiner Blending-Bürste und Fossilized Amber, also der hellsten Farbe, noch einmal ein bisschen um den Rand herum, um einfach nur den Rand etwas dunkler zu machen, damit die Mitte auch so richtig schön strahlen kann. Als letztes kommen noch ein paar goldene Sprenkel auf meine Karte für den Glitzer-Effekt. Die sehen nämlich immer richtig schön aus, wenn da Licht drauf fällt. Und deswegen mache ich noch ein paar goldene Sprenkel drauf. Während mein Kartenaufleger trocknet, kümmern wir uns einmal um den Spruch. Ich habe hier diesen niedlichen Spruch, da bin ich,
aus dem Set von Charlie und Paulchen und stempel einmal in Crackling Campfire auf so einem Vanilleton. Stempel mir das einmal auf. Auch das lasse ich kurz antrocknen. Wie gesagt, Oxidefarben brauchen immer eine Weile, bis sie getrocknet sind. Und ich habe hier so eine richtig alte Stanze von Stampin' Up. Die ist schon ein bisschen angelaufen, aber ich mag sie immer noch sehr gerne. Und stanze mir hier schon einmal auch in Stone Effect so ein Orange aus. Und jetzt stanze ich mir meinen Gruß einmal aus. Und das klebe ich mir einmal geschwind zusammen. Das geht ganz schnell. Dazu habe ich den Orangenen einmal in der Mitte auseinandergeschnitten. Gebe hier so ein bisschen Kleber auf. Und klebe das so mit so einem kleinen Abstand auf. Genau das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. Wunderbar. Und jetzt nehmen wir uns einmal den Aufleger und einen Kartenrolling. Und kleben einmal den Aufleger auf einen weißen Kartenrolling auf. Und jetzt klebe ich das Holzelement auf. Das mache ich jetzt hier mit Flüssigkleber. Könntet aber auch Holzleim nehmen, der klebt auch Papier sehr gut. Und dann kommt jetzt hier der kleine Löwe einmal drauf. Ein bisschen andrücken. Den Gruß klebe ich mir einmal auf Abstandshalter. Und fertig ist die erste Karte mit dem schönen Holzelement. Für die nächste Karte habe ich mir dieses wunderschöne Herz ausgesucht und schaut einfach mal, wie toll filigran das geschnitten ist. Das ist wirklich so ganz delikat und deswegen finde ich es auch so wunderschön. Das werden wir verwenden und hier mache ich jetzt gar nicht so einen Aufriss wie bei der letzten Karte, sondern ich habe einen Kartenrolling 15x15 cm in einem Naturfarben gewählt, da soll das Herzchen drauf und dann habe ich hier einmal das Wort Liebe, was ungefähr hier hinkommt. Das möchte ich einmal weiß embossen und deswegen gehe ich hier unten mal mit meinem Pudertool drüber. Nehmen wir das Versamark Stempelkissen und stempel jetzt einmal das Wort Liebe auf. Ich gucke ungefähr, wo es hin soll. Wenn das Herz hier hinkommt, dann hätte ich es gerne hier. Einmal das Wort Liebe. Ich nehme weißes Embossingpulver. Füllen mir das kurz an und dann gibt es noch einen zweiten Schritt. Als nächsten Schritt habe ich mir hier einen wunderschönen floralen Stempel ausgesucht und auch den werde ich mit Versamark Tinte einmal einfärben
Und ich stempel mir hier tatsächlich einfach nur mit Versamark so ein bisschen über den Rand dieses Blumenmotiv auf. Guck, dass es wirklich sich gut hier drauf verteilt hat. Und was das jetzt hier macht, das könnt ihr im Video wahrscheinlich kaum sehen. Das macht einen ganz, ganz leichten Wasserzeichen-Effekt. Und das ist eigentlich auch eine Sache, wofür ihr das Versamark-Stempelkissen verwenden könnt. Hier steht nämlich Watermark drauf. Das heißt, das gibt auch ein Wasserzeichen, wenn ihr das jetzt einfach so trocknen lasst und kein Embossingpulver mehr verwendet. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Wasserzeichen-Effekt. Der wird auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn das weiter getrocknet ist. Also je mehr das trocknet, desto eher kommt das Ganze raus. Das mache ich auch noch einmal von oben. Und so ist es wie so ein Schatten von einem Stempel. Und ich finde, das sieht ganz besonders edel aus. Bevor ich das Ganze jetzt auf meinen Kartenrohling aufklebe, gehe ich noch einmal mit einem weißen Posca-Pen hier entlang, und zwar nur an den Rändern, und färbe mir die Ränder dadurch weiß ein. Das setzt dann gleich meinen Aufleger ein bisschen von der Karte ab, aber nicht zu viel, sondern wirklich nur ein bisschen. Und von der Seite sieht es dann weiß aus. Und ich finde, das gibt immer einen richtig schönen Kontrast. Als letzten Schritt klebe ich jetzt nur noch das filigrane Herz auf die Karte. Hier habe ich wieder Flüssigkleber aufgetragen. Und das klebe ich mir jetzt hier einmal als zentrales Element auf. Drück mir das einmal kurz an. Und eine weitere Karte mit Holzelement ist fertig. Für mein letztes Beispiel habe ich mir schon einmal eine Mohnblume auf ein Stück Aquarellpapier aufgestempelt und klar embossed. Ich würde gerne diesen Glückwunsch-Cutout verwenden, aber bevor wir das machen, werde ich mir das einmal geschwind kolorieren, aber so messy-mäßig. Das heißt, ich werde hier überhaupt gar nicht so viel drauf Wert legen, dass das Ganze irgendwie schön angemalt ist, sondern ich gebe hier einfach Wasser drauf und lass gleich die Farbe für mich arbeiten. Und dazu mische ich mir hier so ein Braun und so ein Rot und gehe hier einfach über das Ganze einmal drüber und lasse es verlaufen in meine Blüte hinein. Dass ich hier so ein richtig schönes Rot habe. Vermische das nochmal so ein bisschen und lasse es so ein bisschen nach außen auslaufen. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch einmal hier mit dem Stamm. Ich gehe hier einmal mit Wasser drüber und auch hier über das Blatt. Und mache ein bisschen grüne Farbe dazu. Kann ruhig auch über die Ränder so ein bisschen hinausgehen. Das mache ich hier oben, glaube ich, gleich auch noch. Und nehme hier noch so einen dunkleren Ton. Hier oben. Und lasse das einmal antrocknen. Und dann arbeiten wir weiter mit dem Cutout.
Ich habe mir bereits meine aquarellierte Karte auf einen, also mein Aufleger auf eine Karte aufgeklebt, habe noch ein paar Spritzer ergänzt, als es getrocknet war, in Grün und in Rot. Und der letzte Schritt ist wie immer das Holzelement aufzukleben. Und das klebe ich mir einmal hier hin mit Flüssigkleber einfach einmal aufgeklebt und angedrückt. Und weil mir das so gut gefällt, mache ich jetzt hier mit Nuvo Crystal Drops, das ist Morning Brew, ein paar Tautropfen noch auf die Karte. Die trocknen nachher ganz klar auf. Das heißt, es sind wie so klare kleine Tautropfen, die hier auf der Blüte dann sind und auf dem Blatt. Und fertig ist auch dieses Kartenbeispiel. Hier seht ihr jetzt noch einmal meine Beispiele mit den tollen Holzcutouts, die ich mit dem M1 Laser von X-Tool gemacht habe. Ich finde, das wertet unser Hobby einfach nochmal richtig auf und gibt euch so viele tolle neue Möglichkeiten. Ich bin total verliebt in diese Variante, auch Holzelemente auf meinen Grußkarten verwenden zu können. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet und ob das auch für euch eine Idee ist. Und falls ihr darüber nachdenkt, euch auch einen Laser von X-Tool zu kaufen, dann ist jetzt im Juni eine richtig gute Zeit dafür, denn es gibt eine tolle Rabattaktion. Außerdem gibt es momentan auch ein tolles Gewinnspiel und alles, was ihr wissen müsst, das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video auf jeden Fall eine gute und kreative Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut, bis bald. Tschüss.